Ja, hallo Bienenfreunde. Willkommen im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir haben heute den 1.1. und ich möchte euch heute kurz zeigen, wie sich die Oxalsäurebehandlung, das Träufeln, ausgewirkt hat. Ich habe die Windel noch drin, aber die werde ich jetzt rausnehmen. Meine Bienen überwintern ja immer kalt. So, aber bevor wir damit anfangen, noch zwei kleine andere Sachen. Ich hatte hier auch ein paar kleine Geschenke bekommen von einigen Abonnenten. Und das erste, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Apidea. Da habe ich zwei Stück vom Clemens Amann bekommen. Und Clemens, wie gesagt, wenn du nächstes Jahr Bedarf an Königin hast, zwei sind für dich auf jeden Fall reserviert. So, dann möchte ich noch zwei Kanäle vorstellen, die ich sehr interessant finde. Das ist einmal die Imkerei Familie Bleise. Ich finde, der Marco macht das sehr gut als Profi-Imker, sage ich mal. Er macht es ja berufsmäßig oder erwerbsmäßig, betreibt er die Imkerei. Dementsprechend ist auch die Anzahl der Völker. Als zweiten habe ich da noch die Imkerei Familie Bante. Der Kanal ist noch sehr klein, aber ich hoffe, Mike, dass du nächstes Jahr mehr Videos über deine Bienenzucht zeigen kannst. Den Mike, einige werden ihn kennen, er hat ja immer schöne Werkstattvideos gezeigt. So, ich werde das jetzt öfter machen, ganz ohne Mitgliedschaft hier so Kanäle, die mir gefallen, werde ich dann auch in den Videos kurz erwähnen. So, aber jetzt schauen wir mal auf die Windeln, wie das da aussieht. So, dann schauen wir mal hier bei dem ersten Volk die Windel an. Es sind ja etliche Milben gefallen, das ist auch gut so. Ich sage, die Oxalsäurebehandlung wirkt ja immer sehr stark und das sieht eigentlich gut aus, das gefällt mir so. Und die Windeln bleiben jetzt bei mir draußen. Die überwintern immer ohne Windel bei mir. Der Gitterboden ist immer offen. Da hat man immer schön die Möglichkeit, da schauen wir nachher auch nochmal drauf, den Gitterboden von unten zu betrachten. So, wir sind dann hier bei einer Mini Plus. Die Mini Plus, die hatte ich ja das ganze Jahr nicht behandelt. Und hier macht sich eben schon bemerkbar, sehr wenig Milben gefallen. Das Volk sieht gut aus. Es ist auch eine Königin aus einer Toleranzzucht. Und man merkt schon den Unterschied. Auch wenn einige sagen, es gibt keine resistenten Bienen. Irgendwann schaffen wir das. Und der Mike von der Imkerei Familie Bante ist ja da auch aktiv dran. So, wir gehen jetzt mal hier so weiter. Auch hier ein Volk, das ist eine Weise von der Belegstelle drin. Hier sind ein stärkerer Milbenbefall, aber die Milben dürften jetzt auch soweit alle raus sein dann. So, hier wieder ein Volk, da ist eine 2,19er Weisel drin und hier ist der Milbenbefall wieder geringer. Das ist auch ein Volk, was ich nächstes Jahr als Drohnenvolk einsetzen möchte. So, kommen wir zum nächsten. Ja, hier hat sich wieder Wasser drauf hier gesammelt. Das ist jetzt die Sklennerweise. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, ich hatte ja mit dem Marco von der Imkerei Bleise getauscht. Er hatte von mir zwei Weisen bekommen und ich von ihm.
Und hier sind auch nicht allzu viele Milben gefallen. So, jetzt kommen wir zu dem Volk mit der Authentik. Das ist ein sehr kleines Volk. Ihr seht das schon, hier drei Wabengassen oder vier, dreieinhalb Wabengassen. Die sitzen links unten, direkt am Flugloch. Für ein kleines Volk eigentlich ein bisschen viel Milben. Aber werden wir sehen, ob das Volk das schafft. So, nun kommen wir zu dem Volk mit meiner zugekauften Weisel, eine Reinzuchtweisel. Und hier geht das auch mit dem Milbenbefall, der hält sich hier in Grenzen. So, hier noch eine Mini Plus. Ja, wie gesagt, die Mini Plus, die hatte ich ja nicht behandelt, das ganze Jahr über. Und dafür, dass sie nicht behandelt sind, sind hier eigentlich verhältnismäßig wenig Milben gefallen. So, wir gehen hier mal ein Stückchen weiter. So, hier hinten habe ich noch drei Mini Plus. Und auch hier verhältnismäßig wenig Milben gefallen. Gut. Okay, ich rüste dann mal die Kamera um. So, wir schauen jetzt mal auf die Gitterböden und kontrollieren so den Totenfall. Ich zeige das jetzt an einem Volk. Wie ihr sehen könnt, ist der Totenfall verhältnismäßig gering. So, schauen wir nochmal bei einem anderen. Also bis jetzt hält sich der Totenfall hier einigermaßen in Grenzen. So, was ich denn immer noch gerne mache, ist die Aufnahme mit einer Wärmebildkamera. Und da kann man schön sehen, wo die Bienen sitzen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr von unten einen Blick auf die Wabengassen habt. Ich hoffe, man kann einigermaßen was erkennen. So, hier dennoch ein Volk in einer 1-0 deutsch Normalmaß. So, es summt schon, es kommt schon immer mal ein paar so rausgekrabbelt. Ja, wir haben so 5 Grad, mittlerweile scheint die Sonne hier. Und ein paar Mutige trauen sich da halt immer schon mal raus. So, Bienenfreunde, das soll es gewesen sein für das erste Video im neuen Jahr. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ich weiß noch nicht, um was es geht. Es gibt ja noch einiges zu tun. Im Januar ist ja eigentlich die Saisonvorbereitung im vollen Gange. So, mit Wachsschmelzen bin ich eigentlich durch. Insgesamt hatte ich von meinen Völkern, das waren ja vorher so 18 Völker, hatte ich fast 30 Kilo Wachs gehabt. Und das habe ich mittlerweile alles eingeschmolzen. Ich werde demnächst noch ein paar Mittelwände gießen. Ein paar habe ich mir eingetauscht, aber für die Bruträume, die gieße ich dann immer selber. Gut.
Gut, da sehen wir uns vielleicht dann wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss, bye bye.